Amici, ich freue mich sehr, mit euch und für euch zu kochen. Und wie versprochen, heute ein Rezept, wo der Kürbis drin vorkommt und auch sonst herbstliches Gemüse, wie der Sellerie zum Beispiel, einen guten Rest von Rüebli. Es ist ja manchmal so, dass man, gerade wenn man mit Kürbis kocht oder mit Sellerie, dass man noch Reste übrig hat und wenn man die optimal verwerten kann in einem super feinen Festtagsmenü. Das zeige ich euch jetzt heute mit einem modifizierten kalifornischen Brätbraten. Viel Spass! Bei den Zutaten sieht es heute folgendermaßen aus. Etwa 500 Gramm Kalbsbrät, Reste von einem Sellerie, von einem Butternusskürbis, ein Ei, eine fein gewürfelte Peperoni, grün oder rot, ein paar verschiedenfarbige Rüebli, Peterli, Worcestersauce, Salz, Pfeffer, etwas Maizena und scharfe Paprika. Als erstes tun wir gerade Peperoni, die fein gewürfelte, in kleinen ausgeladenen Manken, 5 Minuten lang dünsten, bis sie einigermaßen weich werden, aber sie sollten nicht durchgebrätelt sein. In der Zwischenzeit können wir Sellerie, Kürbis und Rüebli durch die Reibe durchlassen. Ich brauche so eine Rüebli-Raffel und mache das Ganze möglichst fein. Fertig ist es, das geraffelte Gemüse. Die Peperoni sind schön weich geworden. Die stellen jetzt einen Moment auf die Seite und lassen ein bisschen auskühlen. In den nächsten Schritt können wir jetzt unsere Zutaten alle mit dem Kalbsbrät vermischen und nachher würzen. Ich fange an, indem ich gleich den gehackten Peterli dazugebe, die Peperoni, das Gemüse. Für eine bessere Bindung herzubekommen, gebe ich noch Ei rein. Ich würze mit Salz, Pfeffer und Paprika. Ganz wichtig ist auch die Worcestersauce, die gibt auch einen guten Geschmack. Und schließlich ist ganz wichtig, dass man etwa 2 Esslöffel Maizena drunter mischt, damit die Sache noch etwas kompakter wird beim Backen. Ich habe eine Cakeform mit Backpapier ausgelegt. Das ist wichtig, weil Salz wird Wasser aus dem Gemüse rausziehen und durch das wird der Brätbraten ein bisschen im eigenen Saft schmoren. Wenn man kein Backpapier nimmt, dann kann es sein, dass zwischen den Rillen von einer ausziehbaren Cakeform wieder der Saft rausläuft und der Backofen ganz dreckig wird und alles anfängt zu verbrennen. Also, jetzt tue ich mit einem Teigschaber den Brätbraten in die Form rein. Und dann kannst du den Backofen. Eine ganze Stunde lang kann er sitzen bei 180 Grad Umluft im Backofen vor sich her backen. Es sollte eine schöne Kruste oben nachher geben und der Braten sollte schön fest werden. Ich backe in der unteren Ofenhälfte. So, dann werden wir schauen, wie die Sache geworden ist. Tipptopp. So sieht es aus nach einer ganzen Stunde Backzeit. Was wichtig ist, ist, dass man den Brätbraten etwa 5 Minuten noch in der Form innen lässt, sodass er ein bisschen kühler werden kann. Er muss nicht kalt werden, natürlich, innen drin bleibt er warm. Aber er bleibt da ein bisschen kompakter, geht nicht auseinander und man kann ihn auch besser aus der Form herauslösen. Und so sieht er jetzt aus, parat zum Anrichten.
Wunderbar passt dazu Reis, eine Bratensauce mit etwas Senf und Rosmarin oder natürlich auch Salzherdöpfel, die man mit dieser Bratensauce anrichten kann. Die Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Vielleicht hast du selber schon umexperimentiert mit ähnlichen Bratenkonstruktionen. Falls du einen inspirierenden Tipp hast, was man sonst noch drin tun könnte, an Gemüse oder vielleicht auch an einer Fruchtkomponente, würde ich mich über einen Kommentar sehr freuen. Und auch sonst danke ich vielmals fürs Zuschauen, wünsche einen guten und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.